Hallo zusammen, es geht jetzt um die 2017er Abschlussprüfung des Zweierzweigs. Es geht um den Nachtermin und da ganz konkret um die Aufgabe A2, die ihr lösen sollt. Ich möchte mit euch ganz kurz die Lösung durchbesprechen, die Lösung, die ihr auch über die ISB-Seite bekommen könnt. In dieser Aufgabe A2 geht es um ein gleichschenkliges Dreieck ABC. Für dieses Dreieck sind verschiedene Angaben hier bekannt. BC beispielsweise mit 12 cm, außerdem AM mit 8 und MS mit 11 cm. Und ganz wichtig für euch, in dieser Aufgabe war ja dieses Schaubild, dieses Schrägbild schon vorgegeben. Das heißt, alle Aufgaben, die jetzt hier kommen, auch gerade wenn es ums Zeichnen geht, natürlich immer in dieses angegebene Schrägbild. So würde das dann in der Abschlussprüfung funktionieren. Die erste Aufgabe, da geht es um die Berechnung der Länge der Strecke AS. Und außerdem um die Berechnung des Winkels Phi, der liegt hier oben, das ist der Winkel ASM, hier oben. Diese Aufgabe ist eher zum Warmwerden, da müsstet ihr eigentlich direkt erkennen, worum es hier geht. Hier haben wir nämlich einen rechten Winkel und mit dem rechten Winkel damit auch AMS als rechtwinkliges Dreieck. Und in diesem rechtwinkligen Dreieck kann der Pythagoras angewendet werden. Hier seht ihr schon die umgeformte Variante. Der Pythagoras in der Reihenform wäre dann ja AS zum Quadrat ist gleich AM zum Quadrat plus MS zum Quadrat. Das Ganze hier schon mit der Wurzel versehen. Deswegen ist AS 8 Quadrat plus 11 Quadrat und das Ganze unter der Wurzel. Das Ergebnis sind 13,60 cm. Der Winkel Phi ist ähnlich einfach herauszukriegen. Ihr seid wieder im rechtwinkligen Dreieck AMS. Der Winkel befindet sich hier oben. Von dem Winkel Phi aus gesehen ist also der Tangens anzuwenden. Der Tangens ist von hier oben aus Gegenkathete AM durch Ankathete MS und somit 8 zu 11. Ausgerechnet 36,03 Grad. Die Aufgabe 2, da ging es zunächst ums Zeichnen. Und zwar sollte ein Punkt D, das ist der Mittelpunkt einer Strecke PQ, eingezeichnet werden mit MD gleich 4 cm. Damit könnt ihr nämlich anfangen, M zu D mit 4 cm einzuzeichnen und dann die restlichen Informationen, nämlich wie die Strecke PQ genau aussieht, die noch zu verpacken. Die Strecke PQ, die hat ihren Punkt P auf der Strecke BS und ihren Punkt Q auf der Strecke CS. Also der Punkt P auf BS und der Punkt Q auf CS. Und ganz wichtige Information noch, die Strecke PQ muss parallel sein zu BC. Damit kann diese Strecke so eingezeichnet werden und der nächste Schritt wäre die Berechnung der Länge PQ mit 7,64 cm. Dazu ist der Ansatz hier in der Lösung bereits vorgegeben. Der Ansatz kommt euch jetzt vielleicht am Anfang ganz kurz ein bisschen komisch vor, woher diese Klammer hier? Ja, der Ansatz ist eigentlich ganz einfach. Das ist wieder so eine ganz typische Vierstreckensatzzeichnung. Das heißt, es ist hier mit kurzer Strecke, PQ, zu langer Strecke, BC, das sind die 12 cm, also daher dieser Ansatz, PQ zu 12 cm, verhält sich genauso wie, so und die 11 minus 4, das ist diese Strecke hier, von S zu D, weil ich ja 11 cm insgesamt habe, DM sind 4 cm, also bleiben hier für S zu D 11 minus 4 cm übrig. Und um den Vierstreckensatz jetzt nochmal komplett zu machen, PQ zu BC verhält sich wie SD zu SM. Und daher kommt dieser Ansatz. Löst man den dann noch richtig auf, das heißt also mit 12 mal auf die andere Seite, dann ergibt sich PQ mit 7,64 cm. Die nächste Aufgabe bei der 2.3, da ging es auch erstmal wieder ums Zeichnen. Und zwar sollten Punkte R eingezeichnet werden, da ganz konkret für x gleich 9 ein Punkt R1 und dieser Punkt R, die liegen alle auf der Strecke AS. Das heißt also, auf der Strecke AS wird der Punkt R gefunden und dieser ganz konkrete Punkt wird gefunden, indem man x gleich 9 einträgt und die 9 werden von A aus angetragen. Also hier 9 cm, dann ergibt sich hier der Punkt R1. Dann sollte das Dreieck vervollständigt werden, der Punkt P, der Punkt Q und der Punkt R1, die bilden zusammen dieses Dreieck. Und dann geht es um die Berechnung eines Winkels, und zwar des Winkels Delta mit SDR1.
Ich sage euch ja immer, beachtet diese kleinen Tipps. Im Prinzip sind es nichts anderes, Teilergebnisse, mit denen ihr weiterrechnen könnt. Aber ihr könnt es auch schon als Zwischenschritt interpretieren. Das heißt also, ich würde definitiv irgendwo in die Richtung gehen, dass ich diese Streckenlänge dr1 ausrechnen muss. So, und damit wir jetzt die Zeichnung parallel auch noch haben, machen wir die hier mal ein bisschen größer auf und dann können wir hier in die Lösung reingehen. Also es geht insgesamt immer noch um den Winkel Delta. Und jetzt seht ihr hier einen Ansatz, der schon mal gemacht wurde, nämlich der Sinus von Delta zu R1s verhält sich wie der Sinus von Phi zu dr1. Also ein klassischer Sinussatz angesetzt mit einem kleinen Problem, nämlich dass wir die Streckenlänge von d zu r1 nicht kennen und deshalb eben auch dieses Teilergebnis. Also solltet ihr dr1 nicht ausrechnen können, so könnt ihr zumindest mit dem Teilergebnis an der Stelle weiterrechnen. Wie bestimme ich aber nun dr1? Dazu wurde hier der Kosinussatz verwendet. Von dr1, wenn ihr euch wieder diese Zeichnung hier mal anschaut, weiß ich nämlich die Streckenlänge von s zu r1, kann ich mir herleiten. Außerdem weiß ich die Streckenlänge von s zu d, auch die ist mir bekannt. Und ich kenne den Winkel hier oben. Und wenn ich dann wieder eine Seite und einen eingeschlossenen Winkel habe, dann kann ich über den Kosinussatz auch entsprechend diese Seite hier berechnen. So, und das heißt, sr1 erhalte ich dadurch, dass ich diese 13,60 cm von a zu s, indem ich hier die 9 cm abziehe, dann kriege ich r1s. Das ist hier in der Klammer passiert. Und die Strecke s zu d kenne ich auch, die hatten wir gerade schon in dem Ansatz oben für den 4-Streckensatz. Das sind meine 11 cm minus 4 cm. Also 11 minus 4 zum Quadrat plus 13,6 minus 9 zum Quadrat minus 2 mal, genau mal die gleichen Klammern, mal Cosinus von 36,03 Grad. Das ist der Winkel Phi hier oben. Das Ganze unter der Wurzel ist ja der aufgelöste Kosinussatz nach dr1 und damit kriege ich diese Streckenlänge von 4,25 cm raus. Diese Streckenlänge wird eingesetzt in den Sinussatz, hier unten die 4,25. Die Streckenlänge r1s ist wieder die hier, über die hatten wir schon gesprochen. Und wenn ich jetzt diesen Sinussatz richtig auflöse, erhalte ich einen Winkel von 39,54 Grad. Hier ist extra nochmal angegeben, dass der Winkel Delta ja kleiner ist als 90 Grad. Ihr erinnert euch, löse ich einen Sinussatz auf und möchte einen Winkel wissen, dann gibt es immer einen zweiten Winkel dazu. Hier in der Lösung heißt es von vornherein dann, mein Winkel Delta muss kleiner als 90 Grad sein. Deswegen ist das der Winkel, der rauskommt und den zweiten Winkel, der wird hier in der Lösung einfach direkt weggelassen, eben wegen dieser Einschränkung. Die nächste Aufgabe. Da ging es um ein Dreieck PQS. Wir schauen uns erstmal die Zeichnung wieder gemeinsam an. Und zwar ging es um eine Pyramide, die sich dann ergibt. Das Dreieck PQS ergibt sich hier. Und eine Pyramide entsteht, indem man die Spitze Rn noch verwendet. Hier in unserem Fall, ihr solltet ganz konkret dann nochmal mit R1 diese Höhe einzeichnen. Und zwar von R1. Nach unten auf die Grundfläche, hier, das ist die Grundfläche, das heißt, diese Pyramide steht dann sozusagen ja, umgekippt in dieser Pyramide drin, hier die Grundfläche und hier die Höhe. Und dann ergibt sich hier zwischen R1 und F1 eingezeichnet diese Höhe mit dem Höhenfußpunkt und ganz wichtig, hier der rechte Winkel. Wenn ihr das eingezeichnet hattet in das Schreckbild, dann kommt als nächstes die Ermittlung der Länge von R zu F und das Ganze diesmal in Abhängigkeit von x. So, als Ansatz ist hier gewählt, dass der Winkel Phi wieder verwendet wird mit den 36,03 Grad. Und zwar befinden wir uns dadurch, dass hier eine Höhe eingezeichnet werden soll, befinden wir uns ja in einem rechtwinkligen Dreieck hier. Und in einem rechtwinkligen Dreieck kann ich Sinus, Cosinus, Tangens verwenden. Hier in dem Fall wurde der Sinus genutzt. Von dem Winkel aus gesehen, also Gegenkathete durch Hypotenuse. Und damit habe ich hier diesen Ansatz. Sinus von 36,03 Grad ist gleich Gegenkathete.
RNFN, meine gesuchte Strecke, geteilt durch die Hypotenuse. Und da es diesmal in Abhängigkeit von x sein soll, kann ich eben die 13,6, da kann ich diesmal keine 9 abziehen, sondern ich muss x abziehen, weil ich nicht genau weiß, wo diese Punkte Rn einfach liegen. Und löse ich dann noch auf, das heißt also die 13,6 minus x, die bleiben so als Klammer erstmal stehen und die nehme ich mit mal komplett rüber auf die andere Seite, dann ergibt sich mit Sinus 36,03 Grad, das sind gerundet diese 0,59 hier, wenn ich das dann rein multipliziere in die Klammer, habe ich 8 minus 0,59 x Zentimeter. So, und das soll es schon gewesen sein zu der Aufgabe A2 2017er Nachterminprüfung des Zweierzweigs.